Dienstag, den 1. Mai, demonstrierten Hunderttausende von Menschen überall auf der Welt und forderten bessere Arbeitsbedingungen, mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und bessere Lebensqualität. Am May Day, der auch als Internationaler Tag der Arbeit bekannt ist, gab es Demonstrationen in Spanien, Portugal und Griechenland gegen die Sparpolitik. Mariano, ein Mitglied der Vereinigten Gewerkschaften Spaniens, beschuldigte die konservative Regierung des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy wegen des kürzlich angekündigten Stellenabbaus in den Bereichen Bildung und Gesundheit sowie wegen angekündigter Steuererhöhungen ab Januar 2013. Das ist brutal und diktatorisch. Sie haben die absolute Mehrheit und deshalb nehmen sie keinerlei Rücksicht auf andere Meinungen im Parlament und im Senat. Sie erzwingen ihre Gesetze. Die Proteste am 1. Mai gingen weit über Europa hinaus. In Asien gab es Demonstranten in Indonesien, auf den Philippinen und in Osttimor, Südkorea und Bangladesch. Alle forderten höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Bei der Demonstration in Dakar, Bangladesch, organisierte die Nationale Vereinigung der Arbeiter in der Bekleidungsindustrie eine Kundgebung, der sich Hunderte von Frauen anschlossen. Wir fordern, dass Arbeitnehmer ein gutes Gehalt bekommen, um in Würde leben zu können, da diese Beschäftigten Devisen für ihr Land erwirtschaften und die Wirtschaft Bangladeschs am Laufen halten. Wir fordern ausreichende Löhne, angepasst an die Preissteigerungen für lebensnotwendige Güter und fordern von der Regierung ein Rationierungsprogramm für uns. Der Mai-Feiertag wurde auch von großen Protesten in ganz Südamerika, in Bolivien, Chile und Venezuela begleitet. Irakische Mitglieder der kommunistischen Partei demonstrierten im Zentrum Bagdads und verlangten, dass die Regierung ein Streikverbotsgesetz zurücknimmt. Russland, England und die Türkei erlebten ebenfalls große Proteste zum Internationalen Tag der Arbeit. Und hier in den USA reaktivierte die Occupy Wall Street-Bewegung ihre Kampagne gegen Ungerechtigkeiten des globalen Finanzsystems mit einer Reihe von Mayday-Protesten im ganzen Land. In Kalifornien feierte Occupy Los Angeles zusammen mit Migranten bei Cumbia und Reggae. Los Angeles und die gesamte USA sind gegründet auf der Arbeit von Einwanderern. Alle Arten von Einwanderern, von den Deutschen bis hin zu Mexikanern. Nicht alle der gestrigen Demonstrationen waren friedlich. In Seattle haben schwarz gekleidete Demonstranten angeblich mit Schlagstöcken Fenster in der Innenstadt eingeschlagen und behinderten den Verkehr. In San Francisco wurde die Occupy-Bewegung für eine Nacht der Gewalt verantwortlich gemacht. Autos und kleinere Geschäfte wurden verwüstet. In Oakland setzte die Polizei Tränengas ein und versetzte Hunderte von Demonstranten in Panik. Demonstranten in der Bay Area Kaliforniens gaben Pläne, die Golden Gate Bridge zu blockieren, auf und unterstützten stattdessen Streikposten, die von den Gewerkschaften organisiert worden waren. Clarence Thomas ist Mitglied und ehemaliger Funktionär bei ILWU Local 10, einer Gewerkschaft der Hafenarbeiter und Lagerarbeiter in der Bay Area. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir Maßnahmen ergreifen. Der 1. Mai, der Internationale Tag der Arbeit, ist der Tag, der den Kampf um den 8-Stunden-Tag feiert. Es ist auch der Tag, der die Unabhängigkeit der Arbeiter feiert. Arbeitnehmer müssen unabhängig sein. Sie müssen in der Lage sein, zu organisieren und zu mobilisieren in ihrem eigenen Namen. Und sie müssen in der Lage sein, direkte Aktionen und den Generalstreik zu nutzen, um Siege für die arbeitenden Menschen zu erkämpfen.